Hallo allerseits, Biom hier, willkommen zu Part 8 vom Colony Wars Red Sun Let's Play. Wir werden uns gleich einmal hier an der Shahara beuten, mal schauen, wie das laufen wird. Und das ist tatsächlich ja, eine der wenigen Missionen, wo wir dann auch später ja, auch das gestohlene Schiff auch dann hier auch spielen können. Okay, gut, es gab sowas ähnliches auch im ersten Colony Wars, aber da gab es keine Aufbaumission, wo man quasi die Jagdmaschine vorher erbeutet hat. Das hier ist. Ja, so gesehen das erste Mal, dass wir sowas ja hier erleben. Ja. Und nachher noch so ein bisschen hier am Rande. Ich habe mir auch bei der Wayback Machine, falls ihr das kennt, damit kann man sich archivierte alte Webseiten anschauen. Da habe ich mir nochmal die Colony Wars Seite angeschaut und da wurden so einige Infos hier noch hier einem gegeben, wo man das vorher nicht ja hier gewusst hat. Beziehungsweise eben, die man so im Spiel gar nicht bekommt. Zum Beispiel, dass der Vater vom ersten Colony Wars hier der General ist, von Colony Wars Red Sun. Das ist, ja, hätte ich auch nicht erwartet. Genauso wie, dass Kron von Vengeance einfach der Sohn vom Vater ist. Mind blow. Das habe ich echt alles nicht gewusst. Und da stand auch übrigens auch die Sache da mit Diva. Dass eben Bex ja auch unter dem Namen Diva auch eben bekannt war. Und dass das eben höchstwahrscheinlich sie ist hier in Red Sun. Also, laut der Webseite sind Bex und Diva dieselbe Person. Ja. The more you know. Aber ja, deswegen auf jeden Fall einmal das da. Machen wir mit der Engram-Link-Vision hier weiter. Liga der Freien Welten A94M82.GK. Die Liga-Behörden suchen einen gut ausgerüsteten Piloten. Achtung, für diesen Einsatz wird ein Greifarm benötigt. Haben wir. Machen wir. Ne, warte, wir haben keinen Greifarm. Oh, wenn man schon länger nicht mehr gespielt hat. Hä, hey, warte. Ne, Moment, wir brauchen noch Betäubungsraketen, stimmt. Ah, stimmt, da war ja was. Ja. Das ist auch einem in der Mission nicht gesagt wird, ne? Das ist mir jetzt nur gerade wieder eingefallen, dass man das auch noch braucht. Ja. Betäubungsrakete. Naja. Ziele. Erstens. Alle bis auf eine Shahar-Maschine zerstören. Zweitens. Eine Shahar-Jagdmaschine lahmlegen und greifen. Drittens. Durch das Dimensionstor mit der Shahar-Maschine im Schlepptau entkommen. Schon wieder ein Tippfehler, aber gut, inzwischen. Ja, kennt man sie an. Die Liga-Behörden möchten einen geeigneten Piloten mit Schiff anheuern, um eine Jagdmaschine zu erbeuten, die zu der Macht gehört, die den schrecklichen Überfall auf Aurora 3 zu verantworten hat. Fluchtmöglichkeiten und Ablegungsmanöver werden zur Verfügung gestellt, damit es möglich ist, einen Shahar-Fighter lahmzulegen, zu greifen und zu einem Dimensionstor zu ziehen. Gut auf dem Radar. Betäuben, greifen und einen abschleppen. Damit die Shahar unseren Startort nicht entdecken, wird das Dimensionstor nicht geöffnet, bevor alle bis auf eine Shahar-Maschine zerstört wurden. Wenn diese letzte Maschine erbeutet wird, erhöht sich die Bezahlung. Denken Sie daran. Der Auftrag für diesen Einsatz ist nicht exklusiv und alle, die sich bei uns bewerben, haben die Möglichkeit, eine Shahar-Maschine für uns zu erbeuten. Der Vertrag beinhaltet 52.000 Credits. Achtung! Betäubungsraketen und ein Greifarm werden für diesen Einsatz benötigt. Ja, legen wir los. Wir verfolgten die Red Sun bis Aurora, einer Weltraumoase, die in einem abgeschirmten Sektor lag. Die 7 Milliarden Menschen dort bezeichneten sie als Paradies. Aber damit war es vorbei. Waldemar, Notrufe. Hör nur. Es ist ein Inferno. In den Cutscenes ist Voldemar noch mit einer Magnum unterwegs, aber wir haben schon die Medusa 2. Ja, was ein Ding, ne? Aber ja, Ziele. Alle bis auf eine Shahar-Maschine eben zerstören, die Shahar-Maschine lahmlegen und greifen und durch das Dimensionstor mit der Maschine entkommen. Dann gönnen wir uns mal eine Borrow-Maschine. Ja, okay, dann machen wir mal. Okay. Da ist eine. Oh, wir haben einen Kreuzer. Na, hallo du. Willst du dich rächen? Von wegen vorhin?
Ach du, das wird eine schnelle Geschichte sein, eine schnelle Sache sein. Zerstören wir alle, bis auf eine Jagdmaschine. Wir brauchen sie zu Studienzwecken. Ja, Kollege. Ich wusste doch, dass wir uns nochmal wiedersehen, du Fliegenfänger. Dieses Mal gewinne ich. Hallo, Kollege. Willst du es wissen? Du willst es wissen, ne? Das nächste Mal Uni hat schon Heilige angefangen. Ja, nix da. Geh weg damit. Geh weg, du Frosch. Froschgesicht. Oh, noch einer. Okay. Nö. Denied. Ein paar dieser Kollegen werden ja noch kommen, also ja. Machen wir noch so ein bisschen hier einen auf alle Kratos und Koller vor. Einfach alle, die damit sind. Ich bin getroffen. Ich kann dir nicht mehr folgen. Kollegin, du hattest noch über 3/4 deiner Schilde. Dein Rumpf wurde nicht mal angekratzt. 2 Schaha-Jäger bleiben übrig. Lassen sie einen zum Einfangen übrig. Mal rein, die. Joink. Dimensionstor ist offen. Wir brauchen nicht mal die Betäubungsrakete, ne? Wir brauchen sie nicht mal. Wollen wir sie trotzdem benutzen? Ja, why not? Komm. Sag Cheese. Ah, der Kollege wehrt sich. Aber Einsatz erfolgreich. Das ging mal sehr schnell, ne? Aber ja, schon leicht ironisch mit Snakes Mahoney, dass das Froschgesicht uns als Fliegenfänger nennt, ne? Das war die absolute Superwaffe. Eine Vernichtungsmaschine, die jedes Leben auf einem gesamten Planeten auslöschen konnte. Und nur noch die leeren Höhlen einer Zivilisation hinterließ, die von einer Invasionsarmee in 0, nichts eingenommen werden konnten. Obwohl Aurora jetzt verlassen und leer war, hatte ich immer noch das Gefühl, die Schreie der Sterbenden zu hören. Warum? Ich weiß, es hört sich verrückt an, aber ich glaube... Ich glaube, diese Teufel haben sie nur getestet. Die Red Sun? Hm, gut möglich. Mann, das nächste war echt aber auch massiv angewachsen, ne? Seit dem letzten Mal. Es ist echt... Ja, als wäre es lebendig, wie es Waldemar gesagt hat, ne? Jetzt können wir mit den Untersuchungen beginnen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ihre Erfahrung in dieser Angelegenheit könnte in der Zukunft sehr wertvoll sein. Ja, soweit ich weiß, kriegen wir nach diesen Dingen, glaube ich, die Nano-Stage-Raketen. Beziehungsweise Nanotech-Raketen. Lohn, 52.000 Credits. Gesamtzahlung, 52.000 Credits. Weil wir jetzt hier Großmeister sind, rein theoretisch könnte ich eigentlich die BFG hier ausrüsten. Wollen wir es mal... Ja, komm, warum nicht? Ich zeig euch mal die Waffe. Die ist OP. Ich meine, klar, die hat einen riesen, das ist ein riesiges zweischneidiges Schwert, weil sie eben Schildenergie benötigt zum Abfeuern, aber, ja. Wenn es erstmal voll aufgeladen ist, puh, nichts steht dem Ding im Wege. Oh, ist das die Mission? Ja, oh, das ist die Mission. Mit der Raffinerie. Wie war das denn damals? Die Mission kann auf jeden Fall schon ziemlich tough werden. Also, wenn ich mich recht entsinne, ich habe, glaube ich, auch mal für einen Playthrough damals sogar einen Repair-Pod mitgenommen. Aber ich denke, mit der BFG werde ich das brauchen? Ich denke nicht. Ich probiere es mal ohne. Falls was ist, ich kann ja dann immer noch dann zurückgehen. Vielleicht soll ich dann lieber sicherheitshalber vorher abspeichern. Ich mache das mal lieber. Okay, dann wären wir jetzt hier auf Nummer sicher. Dann versuchen wir es mal. Liga der freien Welten A85R90.MF. Aurora 3 wird angegriffen. Hilfe bei der Evakuierung unseres Personals von der Nanophage-Raffinerie wird benötigt. Waldemar, bevor du diesen Einsatz akzeptierst, stelle sicher, dass du alle Angelegenheiten auf der Aurora Station erledigt hast. Denn die erfolgreiche Durchführung des Einsatzes wird dich zur Boreas Station bringen. Ah ja, Boreas. Ja, stimmt. Das hatte ich ja noch vergessen zu sagen, dass ich mich eben... versprochen habe in einem Part, das heißt nicht Borealis, sondern Boreas. Meine Fresse, ich habe doch Vengeance gespielt. Warum habe ich dann Boreas gesagt? Naja, machen wir weiter. Ziele. Erstens,
Übernehmen Sie Deckung für die Evakuierung der Raffinerie. Zweitens, schützen Sie die Raffinerie vor Angriffen. Drittens, zerstören Sie alle feindlichen Einheiten. Shahar-Bodentruppen rücken immer näher an die Nanofrage-Raffinerie auf Aurora 3. Wir sind dabei, das gesamte Personal zu evakuieren und die nötigen Unterstützung bei der Verteidigung der Transports gegen Shahar-Angriffe. Gut auf dem Radar. Schützen. Auf jeden Fall. Außerdem muss die Refinery unversehrt bleiben. Sie darf nicht zerstört werden. Gut auf dem Radar. Verteidigen. Zusätzlich erwarten wir, dass Sie alle Shahar-Truppen in der Gegend auslöschen. Wir rechnen mit Shahar-Fighters oder auf dem Radar zerstören und Shahar-Triders oder auf dem Radar zerstören. Diese Techniker sind entscheidend für unsere Kriegsführung. Es ist unbedingt erforderlich, dass Sie mindestens 3 von 4 Lastern retten, auf denen Sie transportiert werden. Viel Glück, Pilot. 64.000 Credits werden wir für Ihre Bemühungen bezahlen. Ja, mal schauen, ob sich vielleicht dadurch eventuell so ein Vietnam-Flashback wieder ergibt, wenn ich die Mission wieder spielen werde, oder ob es nur, ja, inzwischen halb so wild ist. Wir landeten auf Aurora, um uns die Spuren des Infernos selbst anzusehen. Jetzt wusste ich, warum der Kriegsausgang zwischen der Navy und der Liga niemals unsere Zukunft entscheiden würde. Die Außerirdischen, die die Kontrolle über die Red Sun hatten, wollten die Menschheit auslöschen. Nicht mehr und nicht weniger. Waldemar, schau! Was seid ihr? In eurer Sprache die Shahar. In eurer Seele alles, was schwarz ist. Warum sollte ich dich leben lassen? Weil dein Lohn dafür selbst deine wildesten Träume übersteigen würde. Das war die falsche Antwort. Und dafür gibt's den Trostpreis. Ja, wäre der Kollege ein bisschen präziser gewesen mit der Aussage, wäre er vielleicht noch am Leben, aber nur vielleicht. Ziele: die Evakuierung der Raffinerie decken, Raffinerie vor Angriffen schützen, alle feindlichen Kräfte vernichten. Ja, jetzt muss ich aufpassen mit der Dings hier, mit der BFG, weil das Ding greift ja auch freundliche Ziele an, sage ich mal. Muss echt aufpassen, aber schauen wir mal, wie es laufen wird. Verteidigen Sie die Evakuierungslaster. Also, BFG, Feuer! Jetzt weiß ich wieder, warum ich die nicht benutzt habe. Ich hab's gesehen, die haben fast alle Silos zerstört. Oh Mann. Moment. Nein, es greift auch die Raffinerie an. Na super. Wir dürfen die BFG hier nicht benutzen. Die Big Effing Gun. Das ist ein Big Effing Game Over hier. Ja, ich glaube, wir sollten die echt nur dann benutzen, wenn. Ja, wenn vielleicht nicht so viele freundliche Ziele in der Nähe sind, ne? Ja, ich behalte die mal, aber wie gesagt, hier ist die echt einfach nur eine. Das fünfte Rad am Wagen, kann man sagen. Ja. Oder das dritte, wenn man von der Originalbedeutung eben vom Sprichwort ausgeht. So oder so. Ne, wir können die hier nicht benutzen. Naja, klar. Immerhin haben wir Mark 3 Laser. Also muss hoffentlich relativ schnell gehen. Vielleicht werden wir die spawn-trappen können, so einigermaßen. Hier haben wir auch eine Art Mini-Boss-Kampf am Ende. Aber das, da werde ich jetzt nicht so viel vorwegnehmen. Ja, wartet ab. Das sollte in 5 Minuten circa dann erscheinen. Dieses Viech. Jetzt wo ich es gerade überlege, wäre es nicht besser gewesen, wenn ich Nanotech-Raketen genommen hätte. Beziehungsweise haben wir die schon hier bereits. Ah, eigentlich schon, oder? Ich weiß schon gar nicht mehr.
ja, ganz sehr spannend, ne? Einfach nur hier warten, warten, bis die Kollegen hier vorbeifliegen. Und dann, ja. Oh, Schaharbrücken tarnen sich, okay. Das dürfen die Triders sein. Die Evakuierung läuft. Die sehen aus wie Spinnen. Ekelhaft. Schnell die vernichten hier. Wir sind jetzt wieder Kammerjäger, wie damals in Vengeance. Sein oder nicht sein? Auf jeden Fall sein. Nein, Kollege, den wirst du nicht vernichten, aber. Ich komme dir gleich mit dem Ungezieferspray, Kollege. Das sind ja Bio-Schiffe. Kann man machen. Biologisch abbaubar. So, ich hoffe, die Dings hier, die überleben es noch, die Raffinerie. Das Erfolg hat evakuiert, jawohl. Was denkst du, was du eigentlich hier machst, Schaharfighter? Ne? Was Problem? Geh mal raus, klär mal. Was Problem? Ja. Geh mal raus, klär mal. Das Erfolg hat evakuiert, alrighty. Noch ein Schreiter. Da ist die Black Widow. Mal schauen. Es waren immer noch Schahals, ne? Na gut, konzentrieren wir uns auf die Black Widow, weil der Rest ist erstmal Lebenssache. Schaut euch jetzt diesen Viech an. Okay, ein Schwachpunkt wird schon mal zerstört. Zwei. Wir müssen aufpassen. Ritter wird zerstört. Eigentlich sollte ich die Dings ja hier angreifen, ne? Die Geschütze, aber. Wenn es erst mal angreifen würde, gibt es glaube ich nicht mehr. Ne, doch, gibt es. Komm schon, come on. Ich hätte lieber ein paar Nanotech-Raketen mitnehmen müssen, ne? Egal, wir werden jetzt auf die atmosphärische Art machen mit unserem JP-Laser. Und geschafft, jawohl. Weg mit dir, schwarze Witwe. Ja, jetzt ist das Ding. Jetzt ist das Vaterschiff dazu ein schwarzer Witwer. Hey. Okay, die Kollegen sind noch am Leben. Die kenne ich noch. Die ganzen Silos wurden zerstört. Keine große Überraschung. Was erwartet man? Was macht der Kollege eigentlich? Ja, Raffinerie hat ein bisschen Schaden davon getragen, aber war es doch nicht so schlimm, wie ich dachte. Wenn man jetzt vom BFG-Fail jetzt mal hier absieht, war das First Try so gesehen. Ja, nicht schlecht. Ja, dann würde ich sagen, willkommen auf Boreas. Oder Boreas. In alten Sagen wird beschrieben, wie die Mächte der Finsternis versuchen, ihren Schatten über das Universum auszubreiten. Vielleicht stimmen diese Legenden. Vielleicht gab es diese planetenverschlingenden Schahar schon länger als die Zeitrechnung. Und vielleicht war das der Angriff, von dem sie immer geträumt hatten. Dem Moment, in dem jedes menschliche Leben für immer ausgelöscht war. Ja, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Eine erfolgreiche Evakuierung und Verteidigung. Das Personal und die Ausrüstung sind für unsere Kriegsführung sehr wichtig. Nanofrageltechnologie ist unsere wichtigste Waffe gegen die Schahar-Bedrohung. Aber das könnte in diesen dunklen Tagen nicht genug sein. Lohn, 64.000 Credits. Gesamtzahlung, 64.000 Credits. Ja, wir sind jetzt beim letzten Gebiet. Und soweit ich weiß, war das glaube ich... Boah, wie war das? Dieses Gebiet hatte, soweit ich weiß, die wenigsten Missionen. Wenn man jetzt mal vom ersten Gebiet hier absieht. Von Peripolis. Oder hat es sogar hier am wenigsten? Boah, ich weiß es schon gar nicht mehr. Boah. Auf jeden Fall, wir holen jetzt erstmal hier ein neues Schiff. Von BSI. Die Hyper-Zeroid. Ja, ist schneller und hat bessere Kühlung. Und sehr wichtig, einen weiteren Hardpoint. Mhm. BSI 303 Hyper-Zeroid. Abfangjäger. Der absolute Killer. Bevscar. Wie immer. Nehmen wir.
Und ich würde sagen, sobald wir mit der einmal gespielt haben, dann hole ich mir auch schon direkt die Super Medusa. Die 606. Also doppelt so gut. Okay, also ja, die BFG, die würde ich sagen, die lassen wir erstmal. Ah, jetzt haben wir die Mark II Shield und Hollaser. Okay. Nicht schlecht. Hier haben wir jetzt die Nanotech Missile. Die ist auch gut. Hier sind die Torpedos. Die sind eigentlich. Ja. Also, die Nanotech-Sachen, die sind auf jeden Fall richtig gut gegen Shahars. Oder auch allgemein gegen andere Schiffe. Aber ansonsten sind die jetzt nicht wirklich. Ja, wie soll ich sagen? Sind die nicht wirklich von Nutzen. Eigentlich sind die GP-Laser wirklich das Brot und Butter hier, kann man sagen. BTS 9000. Will ich das Ding zeigen? Ich überlege gerade, in welcher Mission ich das damals hier demonstrieren könnte. Naja. Oh ja, die Face Distorter biegen, die werden wir auch noch brauchen. Für eine Mission dann. Aber solange das noch nicht der Fall sein muss, holen wir uns erstmal so einen Recharge Boost. Handel akzeptieren. Necessity. Wollen wir das gleich machen? Kolonialer Navy Vertrag 3350. Beziehungsweise 3350. Die Navy braucht einen Piloten mit einer bestens ausgerüsteten Maschine, um bei einer schnellen Sicherstellungsaktion zu helfen. 68.000 Credits werden angeboten. Ah, Mist, dann können wir ja die Mission mit unserem jetzigen Schiff ja nicht machen, weil. Ja, wir haben ja keine Super Medusa. Oh nein. Ja, sorry, Leute, dann geht's nicht. Okay, nee. Ja, die waren wahrscheinlich eher mit bestens ausgerüstete, ja, wegen den Hardpoints und Co. Also diesbezüglich würde ich sagen, stehen wir ganz gut da. Mit 3 Mark III GP Laser und der BFG. Ja, ich würde sagen, die Mission, it's not possible, no, it's necessary, beziehungsweise, it's a necessity. Machen wir. Ziele. Erstens, den geschalteten Kreuzer Necessity finden. Zweitens, Navy-Einheiten schützen, bis Landungsschiff ankommt. Drittens, Landungsschiff während Übernahme schützen. Der Necessity, ein Kreuzer der Entscheidungsklasse, wurde während des Kampfes um Mannington, dem vierten Planeten im Borea-System, fast völlig zerstört. Der Einsatzrekord des Schiffes, der die neuesten und geheimsten Entschlüsselungsdaten der Navy enthält, liegt nun irgendwo im Wrack. Gelb auf dem Radar. Blackbox nah. Mannington ist von einer Blockade durch die Liga umgeben. Navy-Einheiten, die den Absturz überlebt haben, kämpfen verzweifelt bis zur Ankunft des Landungsschiffs. Wir benötigen eine einzelne, bestens ausgerüstete Maschine, um die Navy-Einheiten zu schützen, bis ein Navy-Dropship, gut auf dem Radar, schützen, zur Verfügung steht. Die Blackbox der Necessity muss aus dem Wrack geborgen werden und unversehrt entkommen, bevor die Navy-Abwehr zusammenbricht und die Informationen in die Hände der Liga geraten. Geld auf dem Radar, schützen. 68.000 Credits werden für Hilfe bei diesem Unternehmen bezahlt. Ja. Mal schauen, wie diese Mission laufen wird, würde ich sagen. Der Part wäre, glaube ich, sonst ein bisschen zu kurz, wenn wir es jetzt nur dabei belassen würden. Ne? Dann machen wir wenigstens noch das eine hier. Mannington, Oberfläche 180770. Den gestrandeten Kreuzer Necessity finden, Navy-Einheiten schützen, bis Landungsschiff ankommt und bla bla bla. Ja, Bodenmission. BFG. Hoffentlich wird es diesmal was. Ich hab schon wieder die falschen Leute an. Oh Mann. Brr. Aber jetzt? Vielleicht wird es mal besser. Ja, ja. Doch, doch. Aber wir müssen aufpassen. Wir können es uns nicht leisten, noch mehr Boten zu verlieren. Macht einen neuen Versuch. Ist ein zweischneidiges Schwert. Aber gut, sobald wir das einmal die Helden eliminiert haben. Der äußere Rand wurde durchbrochen. Wir sind hier in großen Schwierigkeiten. Oh. Na, wen haben wir denn da? League Interceptors. Na super, ich habe keine Flares. Ich habe jetzt, glaube ich, aus Versehen diese Navy-Bodeneinheiten eliminiert, was ich hier, ne? Ja, BFG. Man sollte es nicht übertreiben mit dem Ding.
Ja, ich glaube, wir haben die Mission ein bisschen gecheased, ne? Ja, das werden wir, glaube ich, uns hier rumstehen und nichts machen. So ziemlich, müssen wir schießen. Okay, gut, man muss trotzdem natürlich treffen können, aber ansonsten... Wie man sieht... War's das schon? Nee, oder? Echt? Ja, Navy Marine, das sind die Bodeneinheiten. Oh, hoppla. Meine Männer gehen alle drauf, gebt uns Luftunterstützung. Das war aber nicht dich, oder? Sorry. Oh, Hilfe. Oh, Mann. Oh, was für ein Schiff ist denn die Necessity hier gewesen? Schlachtschiff? Schlachtkreuzer? Weil wenn ich mir so das Deck anschaue, ich weiß nicht, könnte auch ein Flugzeugträger sein. Ah, na wobei, wir haben hier Geschütztürme. Schlachtschiff. Evakuierung ist auf dem Weg, aber wir brauchen Hilfe, um die Liga abzuwehren. Ja, keine Sorge. Wir können es uns nicht leisten, noch mehr Boden zu verlieren. Macht einen neuen Versuch. Irgendjemand ist dort. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht hier... Ich hoffe, ich schneide mir damit nicht ins eigene Fleisch, wenn ich hier, soweit hier wegfliege. Von dem Missionsziel, kann man sagen. Aber dafür kann ich den machen. Hier. Hier kann ich auch schnell die gute Kühlung zeigen von dem Schiff. Ja, solide, solide. Dafür, dass wir den Nachbrenner hier aktiv haben. Ah, der kleine Audiobug. Naja. Ist aber... eigentlich nur halb so wild. Dazu habe ich mir ja auch mal so einen Zeitungsartikel durchgelesen oder so einen Artikel von einem Gamer-Magazin. Ich glaube, das hieß einmal TGM oder GM, irgendwie so. Wir Marine-Evakuierungsteam. Wir nehmen die Ladung jetzt auf. Gebt uns Deckung. Das war auf jeden Fall die Ausgabe vom August 2020. Und da gab es eben einen Artikel über Colony Wars Red Sun, wo eben ein bisschen auch der Hintergrund eben auch erklärt wurde von dem Spiel. Also, wie die Entwicklung vorangeschritten ist, dies und das. Welche Schwierigkeiten die hatten und Co. Wir verschwinden. Macht uns einen Weg durch diese Hölle frei. Welche Hölle, Kollegin? Hier ist niemand. Außer wir. Anyways. Ja, also... Laut dem Entwickler, der eben dieses Interview gegeben hatte, dem Gamer-Magazin oder dem Gaming-Magazin, hatten die nur 6 Monate Zeit, das Spiel zu entwickeln. 6 Monate. Da kann man eigentlich schon diese... ja, Bugs und Quangi schon verzeihen, würde ich sagen. Also... dafür, dass Sony oder wer auch immer dafür zuständig war, die nur 6 Monate Zeit gegeben hat. Warum? Warum nur 6 Monate? Ich hätte dem Spiel mindestens ein Jahr gegeben, aber gut. Da scheiden sich die Geister. Ein paar Bugs gibt's natürlich. Mal schauen, ob ich das hier so zeigen kann. Hier beim... ah, hoppla. Hier bei der Navy-Textur vorne. Oh, Blackbox-Recorder gesichert. Nice. Kann ich das... und zwar die... ja, okay. Hat man jetzt, glaube ich, nicht so wirklich gesehen, ne? Auf jeden Fall, diese Textur dort vorne, die ist verzerrt. Ja. Ja. Aber, wie gesagt, also dafür, dass die nur 6 Monate Zeit hatten, ein halbes Jahr, ist ein sehr gutes Produkt geworden, das auf jeden Fall. Heutzutage wäre das, glaube ich, nicht denkbar, ne? Ein AAA-Spiel in einem halben Jahr zu machen? Nee, vergiss es. Ich meine, allein schon The Witcher hat ja, glaube ich, wie viele Jahre gebraucht zum Entwickeln? 3 Jahre? 4? Irgendwie so. Und selbst das war ja noch mit Bugs und Co. am Anfang eher geplagt, ne? Um ein etwas aktuelleres Beispiel zu bringen, Cyberpunk. Wir wissen ja alle, wie es zu Release war. Und das Ding hatte ja auch, weiß nicht, wie viele Jahre Entwicklungszeit, ne? Ja, also, echt Respekt an die Entwickler, dass die in einem halben Jahr so ein gutes Produkt rausgebracht haben. Das auf jeden Fall. Aber, ja, genug davon. Die Codes sind jetzt sicher und mit ihnen auch unsere Operationen in diesem Gebiet. Der Verlust dieser Codes hätte uns große Nachteile gebracht. Der Betrag wurde auf Ihr Konto überwiesen. Nun, 68.000 Credits. Gesamtbetrag 68.000 Credits. Ja, kaum Abschüsse gehabt, eben wegen der BFG, weil wir das meiste ja mit dem Laser gemacht haben. Was habe ich? Weil wir kaum was mit dem Laser gemacht haben. Ja, nachdem ich das Ding jetzt hier gezeigt habe, holen wir uns gleich direkt die Super Medusa. Die ist in jeder Hinsicht besser. Was ich mich auch frage ist, was ist diese Kuppel da in der Mitte? Diese durchsichtige grüne.
Was soll es darstellen? Naja, nehmen wir. BSI 606 Super Medusa. Kampfmaschine. Märchenhaft. Ja, wenn ich mir so die Stats anschaue, sehr gut. Kann man nichts sagen. Der Wert von der Maschine ist fast so hoch wie die Kosten von der Hyper-Zeroid. Was ein Ding. Ja, ich überlege gerade, wollen wir es erstmal so lassen? Ja, warum nicht? Mal schauen, genau. Ja, wie ihr sehen könnt, es gibt relativ wenige Missionen. Aber ich würde sagen, die nächsten drei, die machen wir erst dann im nächsten Part. Normalerweise mache ich ja das so, sobald ich ein neues Gebiet betrete, dass ich dann den Part beende, aber in dem Fall habe ich mir gedacht, damit der Part nicht 20 Minuten oder so sein wird, ja, dass ich mal eine Mission mehr mache, damit wir auf eine halbe Stunde immerhin kommen. Haben wir auch geschafft, so wie es aussieht, also ja, seid gespannt auf den nächsten Part, wo wir dann wahrscheinlich die letzten beiden optionalen Missionen machen werden. Und ja, mit dem, ja, und schon langsam Richtung Finale begeben, kann man sagen. Ja. Und wie immer, bis zum nächsten Video, bis dahin, see you!